Hallo und herzlich willkommen zu Typisch Deutsch. Mein heutiger Gast ist ein Künstler, der sagt, ich male lieber 1000 Bilder für je 1 Euro als ein Bild für 1000 Euro. Ja, der Mann ist ziemlich produktiv und will Kunst für alle. Herzlich willkommen, Jim Avignon. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Seine Bildsprache versteht man auf der ganzen Welt. Poppig, witzig, bunt, gleichzeitig auch ein bisschen kritisch so zu dem Wahnsinn, den wir Leben nennen. In der Berliner Galerie- und Clubszene hat er sich schon in den 90er Jahren einen Namen gemacht. Nicht nur als Maler, auch als Musiker mit seiner Ein-Mann-Band Neo Angin. Die letzten 6 Jahre hat er in New York gelebt. Jetzt ist er wieder zurück in Berlin. Das ist auch gut so. Mit Jim Avignon spreche ich über Kunst, Krawall und Kinder und über das Leben in Deutschland. So, jetzt kommen wir erstmal zum Faktenteil. Jim Avignon, könnte sein, dass das ein Künstlername ist? Das ist ein Künstlername, den ich mir allerdings schon in den jungen Jahren von 20 zugelegt habe. Wussten Sie da schon, dass Sie das mal so machen würden? In dem Alter habe ich mir jede Woche einen neuen Namen zugelegt. Der Einzige, der es letztendlich geschafft hat, sich durchzusetzen, alle anderen sind dann irgendwie nach ein paar Wochen auch wieder aus der Mode gewesen. In Avignon bin ich selber mal mit Motorschaden hängen geblieben und habe mich dort ein paar Monate lang als Straßenmaler von Dali-Kopien durchgeschlagen. Ach, mit so tropfenden Uhren. Und insofern würde ich sagen, war das für mich die Geburtsstunde, in der ich mir vorstellen könnte, als Künstler durch die Welt zu tingeln. Sie haben Ihre Biografie auch unterschiedliche Schleichwege gebaut. Mal waren Sie in Schweden zur Welt gekommen, mal in Tokio. Tokio ist mir neu. Allerdings stimmt durchaus, dass ich einen gewissen Spaß daran habe, biografische Details durchaus Fehlinformationen zu streuen und vorziehe, eine Art Legende zu bleiben, der man nie ganz wirklich folgen kann. Also wer im Internet sucht, wird die verschiedensten Versionen von mir finden. Das gefällt mir auch ganz gut so. Unsere knallharten Rechercheure haben ermittelt, dass Sie in Wirklichkeit irgendwo in Baden-Württemberg zur Welt gekommen sind. Völlig falsch. Völlig falsch. Es waren die Komoren wahrscheinlich. Gut, dann wollen wir den Mythos nicht, zerstören. Musik, Malerei, Performance, das ist so alles eins. War das mit 20 in Avignon schon so angelegt? Nein, nicht so richtig, was Sie machen sollten? Praktisch alles, was ich mache, ist Work in Progress. Ich probiere Sachen aus. Das, was schief geht, kommt stillschweigend in die Schublade und alles andere wird weiterentwickelt. Ich glaube, ich habe mir zuerst nicht zugetraut, Musik zu machen. Deswegen war ich die ersten 10 Jahre vor allen Dingen Maler, der sich aber sehr stark über Musik definiert hat. Also Musik war für mich immer die stärkere, faszinierendere Inspirationsquelle. Irgendwann Ende der 90er, nachdem ich bereits 10 Jahre in Clubs mit elektronischer Musik verbracht habe, dachte ich, das könnte ich mir jetzt auch mal zutrauen und fing dann an mit meinem Neo Angin-Projekt. Und inzwischen... Was war die inspirierendste Musik, das inspirierendste Stück, was Ihnen je durch die Adern geschossen ist? Das würde ich jeden Tag anders beantworten. Echt wahr? Ja. Es gibt nicht so die Band, das Projekt, wo Sie sagen, wow. Zu jedem Zeitpunkt eine andere. Also mit 20 lässt man sich von ganz anderen Dingen umhauen als mit 40, ja. Aber das war dann eher britisch, eher deutsch? Ich würde sagen, es gibt keinen Platz auf der Welt, wo nicht gute Musik produziert wird. Es war für mich wirklich immer wichtiger, was für eine Geisteshaltung haben die Leute, die die Musik machen. Also ich bin interessiert in sehr viele Richtungen, elektronisch, aber auch Singer-Songwriter, afrikanische Musik, Reggae, schwieriger. Okay. Ich muss sagen, deutsche Texte immer eine problematische Grenze für mich. Es gibt sehr wenige gute deutsche Texte, also mit denen ich persönlich d'accord bin. Wir gucken mal, wann die Udo Jürgens-Phase kommt im Avignon, ein Leben als Gesamtkunstwerk zwischen Subkultur und Mainstream. Jim Avignon auf dem Weg zu einer Galerie in Berlin. Eine Ausstellung muss aufgebaut werden. Über die Tür ist zu. Ach nee, ich bin ja bei 11, ich depp. Ich muss jetzt um 9. Alle Bilder hat er hochgepackt dabei, gefaltet und gerollt. 9 oder 12? 12. Steht's ja sogar.
Seine Werke malt er in Acryl auf Papier und Pappe. Dass die Hälfte der Bilder noch nicht fertig ist, wen stört's? Noch nicht fertig. Das ist Jim Avignons Stil. Und auch, dass kaum eines seiner Bilder teurer als 100 Euro ist. 6 Jahre hat er in New York gelebt. Nun ist er mit Tochter und Freundin zurück in Berlin. Von Moskau bis Tokio stellt Jim Avignon aus. Alright. Berlin war die Startrampe für seine Karriere. 1990 verewigte er sich an der Berliner Mauer. Ein ganz frühes Werk. Die sogenannte East Side Gallery ist heute eine Touristenattraktion. Tatsächlich stellt er weiter am liebsten dort aus, wo er sich geliebt und verstanden fühlt. In kleinen Galerien, am besten begleitet von einer schönen Party. Und heute ist er zu Gast bei Typisch Deutsch. Jim Avignon. Ja, und ein Spießer wie ich sagt, wie schade, dass diese schönen Flugzeugschwanzflossen, die Sie mal bemalt haben, die sind jetzt einfach übergemalt. Da bricht es einem doch das Herz, oder? Und ich antworte als Künstler, der fast immer nach dem Credo Auftauchen und Verschwinden durchs Leben zieht, dass das durchaus in meiner Philosophie ist, dass diese Flugzeuge ein paar Jahre da waren und jetzt wieder verschwunden sind, viel besser als wenn eines verunglückt wäre oder abgestürzt wäre und ich für den Rest meines Lebens mit den Bildern der abgestürzten Maschine und dem schlechten Gewissen, dass ich irgendwie vielleicht doch darin mit verwickelt gewesen wäre, leben müsste. So gesehen haben Sie Glück gehabt. Philosophie, Sie sagen, viele Ihrer Bilder sind neo-existenzialistische Short Stories. Habe ich das gesagt? ist ja auch egal. Sagt ja. Ihnen das noch was? Ja, ich würde das jetzt durchaus ganz schlüssig formuliert von meiner heutigen Meinung aus. Ich kann mir aber gar nichts darunter vorstellen. Wie erkläre ich es meiner Oma? Der Jim Avignon. Ich versuche mit meinen Bildern Momentaufnahmen zu malen und anzufertigen. Momente, wo man sich fragt, was war davor, was kommt danach? Neo-existenzialistisch würde ich sagen, weil es oft sehr tragische Momente, die in einer komischen Spannung zwischen Tragik und Komik festgehalten sind und sich nicht entscheiden, in welche Richtung sie fallen werden. Also es blutet auch schon mal einer. Es fliegt auch mal ein Messer durch die Gegend. Das wäre jetzt ein bisschen profan, aber ja. Es ist nicht unmöglich. Aber es werden vielleicht schicksalsschwere Entscheidungen getroffen, auf eine komische Weise. Und das sieht gleichermaßen lustig aus, fühlt sich aber auch ja, durchaus tragisch an. Sind Sie so ein tragischer Typ? So ein Melancholiker? Ich bin sensibel für, ich will mal sagen, die kleinen und großen Dramen des Lebens. Also ich fahre gerne in der U-Bahn und schaue mir die Gesichter an und stelle mir vor, welche Sorgen die jeweiligen Leute begleiten. Also ich kann mir sehr schnell tragische Geschichten vorstellen. Ich will jetzt nicht zu viel ruminterpretieren, aber so ein bisschen Gesellschaftskritik ist ja hier und da dabei. Sie hatten mal ein Projekt Freundlicher Kapitalismus. Habe ich immer noch. Haben Sie immer noch? Ja, gibt es das in Zeiten von Finanz- und Euro-Krise? Muss ich aber gleich erklären, dazu sagen, die Veranstaltungsreihe, die inzwischen im 12. Jahr ist, heißt Who is Afraid of Frantic Capitalism? Mhm. Und die stellt im Grunde eigentlich gleich die Möglichkeit eines freundlichen Kapitalismus in Frage. Die Unterzeile heißt, Kapitalismus is never friendly. Wir versuchen mit unseren Partys Künstler, Musiker, DJs aus allen Disziplinen zusammenzubringen zu einem Abend. Da sind auch immer bekannte und unbekannte Namen dabei. Alle verdienen das Gleiche und es ist im Prinzip eine Art gelebtes Ideal. So ein Happening. Das aber natürlich vollkommen an den Realitäten vorbeilebt, weil uns ist klar, Kapitalismus kann eigentlich per se nicht freundlich sein. Die erste Veranstaltung haben wir auch damals gemacht. Es gab in Berlin eine Messe, die Beta Berlin, bei der versucht werden sollte, Vertreter von Industrie und Subkultur zusammenzubringen. Und das war eigentlich im Grunde als eine Art sarkastischer Kommentar zu diesem Anliegen gedacht und hat sich jetzt aber eigentlich verselbstständigt.
Der Kunstbetrieb ist ja nicht so ganz weit weg vom Börsengeschäft. Ja. Da wird auch viel gezockt und spekuliert auf jeden Fall. Sie müssen ja ein Schrecken des Kunstbetriebs sein. Sie schneiden sich keine Ohren ab. Sie brauchen nicht ein halbes Jahr, um endlich mal mit ihrem kreativen Erguss aufs Papier zu kommen. Sie malen 4,37 Bilder am Tag, hat mal einer ausgerechnet. Ist doch der Schrecken jedes Galeristen, wenn sie den Markt so fluten. Ja, sagen wir mal so, ich bin auch wirklich komplett draußen aus dem, was man jetzt den amtlichen Kunstmarkt nennt. Ich habe mir eine Art Parallelkunstmärkchen erschaffen, das nach gewissen anderen Gesetzen geht. Also Moment, ich gehe jetzt nicht in eine hippe Galerie hier in Berlin und kaufe mir ein Avignon. Es wird schwierig werden. Gibt's nicht. Gelegentlich kommt es schon vor, dass ich Arbeiten von mir in hippen Galerien auftauchen. Aber die Galeristen, mit denen ich arbeite, kennen mich gut genug, um zu wissen, was meine Strategien sind und meine Anliegen. Und die wissen auch, dass letztendlich mit mir nie das ganz große Geld gemacht werden kann. Und es gibt auch Galeristen, die durchaus mich genau dafür schätzen und mit mir gerne arbeiten. Aber ich würde mal sagen, der große Markt wird weiterhin einen Bogen um mich machen. Und wie muss man sich das vorstellen? Da steht dann so 10 Euro als Preisschild an Ihren Bildern. Naja, also das ist jetzt ein bisschen 100. drastisch ausgedrückt. Also ja. Ich würde mal sagen, ich verkaufe praktisch nie zu keinem Zeitpunkt über 1.000 Euro. Mhm. Und jeden Galeristen, der letztendlich es schafft, mich zu überreden, ihm ein paar aufwendige Arbeiten, die man irgendwas zwischen 500 und 1.000 verkaufen kann. Mhm. Also was Großes, aufwendig gemachtes. Ja. Dem muss klar sein, dass ich vielleicht nächste Woche schon wieder in einem Kellerclub kleine Arbeiten für 20 Euro an ein ganz anderes Publikum verkaufen werde. Mhm. Ich würde mal sagen, 90% meines Publikums hat noch nie vorher ein Bild gekauft und hat auch nie vorher darüber nachgedacht, Kunstsammler zu werden. Und die kaufen das auch, weil sie tatsächlich das gerade kaufen wollen und denken überhaupt nicht dran, dass das mal eine Anlage sein könnte. Aber mit den bösen Kapitalisten kommen sie dann schon ins Geschäft und bemalen Flugzeuge? Früher einfacher als heute. Also die bösen Kapitalisten mussten dann aber auch bluten und stark überteuerte Preise für solche Dienstleistungen zahlen. Das haben sie zum Teil auch gern gemacht. Ich bin heute aber auch wesentlich sensibler, was ich mache. Also damals schien es mir ein okayer Parallelweg zu sein, um zwar meine Arbeiten billig zu verkaufen, aber trotzdem zu Ruhm und Erfolg und Reichtum zu kommen. Mhm. Heutzutage denke ich, dass ich mit so viel Geld eh nicht umgehen kann und besser beraten bin, nur so viel zu verdienen, wie ich sowieso brauche, um einigermaßen angenehm zu leben und mehr nicht. Sie haben ja noch ein zweites Standbein, die Musik. Ja, der lebe ich ganz hervorragend. Ich wollte gerade sagen, die großen Stadien der Welt. Ja, alle Kellerclubs dieser Welt. Ja, Musik spielt im Leben von Jim Avignon eine ebenso wichtige Rolle wie die Malerei. Als Neo Angin tourt er durch die Kellerclubs dieser Welt. Wir hören mal rein, wie das klingt. Message on the phone. It cannot be deleted. You hear it all the time. It tells you to remain in line. You know there ain't no way out of this middle class hell. You know there ain't no way out of this middle class hell. Ja, Elektro heißt das, was Sie machen? Nein, ich nenne es Lo-Fi-Elektronik oder auch Electronic Singer-Songwriter. Also Elektro ist im Grunde was komplett anderes. Ja. Das ist eher, war mal so eine Spielart von Techno, sehr reduziert, minimal. Es wird mit elektronischen Instrumenten gemacht, insofern kann man sagen, ist elektronische Musik, aber es ist im Grunde Singer-Songwriter. Ja. Die Stücke haben ein Ende, es gibt Ansagen dazwischen. Gelegentlich werde ich in Clubs gebucht, die damit nur bedingt umgehen können, dass es Pausen zwischen den Stücken gibt und dass man nicht uneingeschränkt dazu tanzen kann. Aber ja, das ist ein Bruch, der ist ja durchaus willkommen. Das Stück heißt Middle Class Hell, die Hölle der Mittelklasse. Ja. Das ist ja die Klasse, die aus
Deutschland das gemacht hat, was es ist. Ein Hort von Stabilität und Sicherheit und Reihenhäusern. Was haben Sie gegen die Mittelklasse? Ich bin selbst ein Kind dieser Mittelklasse. Und Sie verleugnen Ihre Herkunft. Ich würde einfach mal sagen, das ist wie ein Schatten, der einem Würgegriff hält. Also dieser ganze Mittelklassen-Herkunftsüberbau lässt einen nicht mehr los, so sehr man auch dagegen ankämpft. Also Sagen Sie mal, was Sie seit Ihrer Kindheit mit sich tragen. Haben Sie einen Bausparvertrag? Nein. Das ist schon mal gut, das ist schon mal erster Schritt der Befreiung. Ich will es mal umgekehrt formulieren. Gerade in New York kommt man ja doch sehr oft mit Leuten ins Gespräch, die aus ganz anderen Herkunftskreisen kommen. Also zum Teil, was weiß ich, modernes, reiches Elternhaus haben, aber einfach es geschafft haben, sehr elegant alles, was der Kleinbürger oder Mittelklassebürger an konventionellen Sorgen mit sich durchs Leben schleppt, hinter sich zu lassen. Und in meinen Augen leben sie freier und selbstverständlicher. Und bei mir lässt sich aber dieses, wie wird's weitergehen, hat das Hand und Fuß, habe ich das auch gut gemacht und gut gelernt. Also diese ganzen Qualitätshinterfragungen, ich habe hier eine Leistung gebracht und so weiter. Die muss bewertet werden. Aus dieser Schublade sich zu befreien, scheint typisch mir... typisch deutsch, oder? Das ist... pünktlich, Disziplin, Nein, das begegnet einem auf der ganzen Welt. Aber es ist, glaube ich, einfach typisch für Mittelklasse. Ja. Und also dieses Stück ist komischerweise auch in anderen Ländern besser verstanden worden als in Deutschland. Mhm. Vielleicht ist es in Deutschland auch zu nahe dran. Fühlt es als Angriff sofort. Aber, also ich spüre das, ja. Also ja. Ich würde gelegentlich gerne einfach diesen Ballast hinter mich lassen, aber der ist da wie ein Schatten und ich werde ihn auch nie loswerden. Und ich sehe es auch bei anderen Leuten, das ist einfach... Das ist aber einfach, es ist ein globaler Schatten, den gibt es überall. Ja, ne? Ja, das hat Jim Avignon dann auch gemerkt, als er auf seiner Welttournee war. Wer Bilder an die Wände und Mauern malt, der macht das ja nicht immer, um sie zu verkaufen, sondern einfach mal, um gesehen zu werden. Street Art, eine urbane, temporäre Kunstform, nicht nur für Sammler und Museen, sondern für alle. 5 Wochen war Jim Avignon für das Goethe-Institut in der Karibik und in Mittelamerika unterwegs mit einer Street-Art-Tournee. Eine Wand im Zentrum von Guatemala Stadt. 13 Künstler werden sie gemeinsam gestalten. Sie müssen schnell sein, denn sie haben nur 3 Tage Zeit. Denk daran, dass dies nur ein kleiner Teil ist. Um die Ecke wartet noch ein großes Stück Wand auf dich. Weißt du? Auf der 5-wöchigen Street-Art-Tournee durch 7 Länder bringt Jim Avignon lokale Künstler zum Malen zusammen. Er ist eine Art Moderator und Manager in einem. De mi barrio a tu barrio. Von meinem Viertel in dein Viertel heißt die Tournee des Goethe-Instituts. Gut zureden, Tipps geben, den Überblick behalten. Das ist Jims Aufgabe. Der Sprayer, der sich S. Bird nennt, hat sich schon vor Monaten über Facebook für das Projekt beworben. Legal sprühen zu dürfen, seine Kunst an einem zentralen Ort zu zeigen, das reizt ihn. Denn Graffiti hat in Guatemala einen schlechten Ruf. Viele Leute denken, wir machen irgendwas Böses. Sie halten uns für Kriminelle. Aber wir wollen niemandem wehtun. Wir wollen nur die Stadt ein bisschen schmücken, ihr Freude geben und Farbe. Gewalt als Folge von Bürgerkrieg, Perspektivlosigkeit und Armut ist ein Thema, das die Künstlerin Lili Acevedo nicht loslässt. Ihre Arbeit ist eine Hommage an die ermordete Ariani. Das Mädchen wurde auf offener Straße erschossen, ihr Mörder freigesprochen. Street Art kann wachrütteln und provozieren oder einfach schön sein. Nicht alle Künstler haben eine politische Botschaft. Trotzdem, die Malaktion fällt auf. Die Menschen sind neugierig. Wenn Sie etwas Schönes malen, dann ist es in Ordnung. Aber wenn Sie nur kritzeln, dann schaden Sie den Mitmenschen. Es ist schön, Ihnen zuzuschauen und nachzufragen, warum Sie das eigentlich machen und wozu. Graffiti-Kids sind auf die Aktion aufmerksam geworden und lassen sich inspirieren. Wenn es keine Straßenkunst gibt, dann wird niemand hier in Guatemala Kunst sehen können. Höchstens die Werke der großen Künstler.
die es zu was gebracht haben. Aber nicht die Kunst der vielleicht einfachen, aber talentierten Leute. Es ist vollbracht. Zusammen haben sie in Guatemala ein großes Werk geschaffen und einem Land mit vielen Schattenseiten Farbe geschenkt. Da sitzt er. In einer ihrer zahlreichen Biografien heißt es, sie hätten auch als Sprayer, als Graffiti-Künstler angefangen. Nehmen wir das einfach mal so hin? Stimmt, ja und nein. Ich habe tatsächlich Autobahnbrücken bemalt, allerdings altmeisterlich mit Farbe und Pinsel. Ah. Auch das schon als Statement gegen eine Überamerikanisierung der Graffiti-Szene. Mhm. Aber ich bin nie erwischt worden und habe mich dann beim letzten Bild auch verletzt auf der Flucht. Ach was, und dann haben sie sich so abgeseilt? Oder wie kommt man? Ja, ich wundere mich immer, wie man da drankommt. An die Brücken? Ja. Da kommt man dran. Aber man macht ja die Seitenwände, nicht die. Oh, die richtig guten machen? Ja, so. Da war ich zu jung dafür. Oh ja, okay. Die Seitenwände gemacht, die Polizei hat gehalten, man rennt davon, dann bin ich über Zaun gestolpert und dann war es erstmal aus mit der Brückenmalerkarriere. Großartige Legende für einen Künstler. Wie ist das fürs Goethe-Institut, also eine offizielle deutsche Kunstverbreitungsanstalt, jetzt als subkulturelles Element auf einmal für die ganze Nation rumgereicht zu werden in so einem Projekt? Kurzweilig. Also Sie hatten jetzt keine Probleme damit. Zum einen habe ich im Laufe der letzten 15 Jahre schon das ein oder andere Projekt mit dem Goethe-Institut gemacht. Das war also nicht ganz neu. Zum anderen hat das Goethe-Institut das zwar organisiert, aber in den ganzen Ländern, in denen wir waren, gab es keine Goethe-Institute. Es waren die Botschaften. Beziehungsweise gab es zum Teil sehr unklare Situationen, wer sich um uns kümmert, wo wir landen. Würde mal sagen, jedes Land waren die Karten neu gemischt. Es war immer wieder spannend, immer was wieder passieren Avignon. Würde. Und ja, also diese 5 Wochen Reise, schätzungsweise eines der eindrucksvollsten Erlebnisse, das ich bisher hatte, auf jeden Fall. Was genau hat Sie da beeindruckt? Erstens mal die Länder an sich. Ich war so naiv zu glauben, kennt man ein Land in Mittelamerika, kennt man alle, aber es sind komplett alle verschieden. Also es wird einem wieder aufs Neue klar gemacht, wie verschieden die Mentalitäten sind, wie die Welt ist. Dass man im Grunde wirklich eigentlich überall mal gewesen sein sollte, um ein Bild zu bekommen. Sich in jedem Land mit einem neuen Team von Künstlern zusammenzutun, sich was auszudenken. Versteht man sich da eigentlich sofort? Gibt es so einen Street-Art-Spirit? Ich würde mal sagen, manchmal besser, manchmal schlechter. In manchen Ländern hervorragend, in anderen fast unmöglich. Also natürlich kommen da auch die verschiedensten, wie will man sagen, Geisteshaltungen mit rein. In Nicaragua standen wir unter dem Verdacht, dass wir im Prinzip so eine neokolonialistische Kulturexport aus Deutschland sind, der denen jetzt zeigen möchte, wo es lang geht, was natürlich Quatsch ist. In anderen Ländern wie Guatemala war das eine junge Szene, die total wild drauf war, sofort einzusteigen und die am liebsten noch 3 Tage länger gemalt hat. Also aber es ist, also Street Art ist ja auch durchaus ein Statement. Es geht ja darum, so wem gehört der öffentliche Raum? Darf da jeder seine Werbung hinhängen, seine Plakate und sonst was? Oder ja, darf da auch die Kunst mal hin? Ich würde mal sagen, in Mittelamerika war bisher Street Art eher eine Frage von Leben und Tod. Das heißt, Leute, die das gemacht haben, illegal nachts, haben riskiert, dass sie dafür abgeknallt wurden. Und diese Möglichkeit, tagsüber legal bezahlt an prominenten Wänden malen zu dürfen, das hat viele junge Künstler total begeistert, dass sie da mitmachen konnten. Insofern wurde das auch, glaube ich, völlig unkritisch angenommen und umgesetzt. Aber es ist auch interessant, wie sich es wandelt. Also in manchen Ländern wird man dafür erschossen, wenn man an eine Wand rummalt. Heute, wenn ich auch wenn ich eine Bank bin, die mal einen auf jung machen will, dann bestelle ich Jim Avignon und sage, hier, mach mal die graue Wand ein bisschen. Vielleicht trotzdem nicht kommen, aber oder spray mir da mal was Wildes hin. Eine weitere Lektion, wie ähnlich sich die Welt von ihrem Kenntnisstand geworden ist durch Internet. Also egal, wo wir hingekommen sind, die Leute wussten Bescheid, was es auf der Welt gibt und haben sich im Prinzip ähnlich verortet. Egal, ob das jetzt Berlin, New York oder eben Panama ist. Und das wäre vor 10 Jahren bestimmt noch nicht der Fall gewesen.
Also spannendes Projekt. Ja. Liebe Zuschauer, wir kommen jetzt auch zu einem spannenden Projekt, zu einer Art Weltpremiere, würde ich sagen, wenn Sie tiefer in die Welt von Jim Avignon eintauchen möchten. Wir verlosen erstmal das Buch zur Street Art Tournee, dann das Posterbuch Me and the Establishment, das beim Berliner Verlag Onkel und Onkel erschienen ist. Ein limitiertes Werk und das versammelt 40 Plakate aus 20 Schaffensjahren. Schreiben Sie uns einfach Ihren Kommentar zur Sendung per Post an die Deutsche Welle Redaktion, typisch deutsch, in der Wolterstraße 613355 Berlin in Good Old Germany oder per E-Mail an typischdeutsch@dw.de. Einsendeschluss in 14 Tagen, Rechtsweg ausgeschlossen. So, und jetzt kommen wir zur versprochenen Weltpremiere. Zufälligerweise liegen hier schon ein paar Stifte bereit von Jim Avignon. Hat und wohl der Osterhase da hingelegt. Der Osterhase, ja. Der ganz häufig in diesem Studio, der hat auch diesen Kalender hingelegt. Ja. Und das erste Blatt dieses Kalenders ist weiß. Das heißt, der Zuschauer, der den Kalender gewinnt, gewinnt jetzt ein Original Avignon. Der dann vielleicht mal irgendwann in vielen tausend Jahren viele Millionen Euro wert ist. Aber darum geht's auch gar nicht. Sondern der Zuschauer sieht jetzt praktisch den Entstehungsschaffensprozess. Ja. Haben wir uns schon auf ein Motiv geeinigt? Nö, aber gut. Ich würde jetzt einfach mal loslegen und schauen, wo wir enden. Oder gibt's ich moderiere jetzt mal den nächsten Beitrag an. Gibt es einen Wunsch? Ja, vielleicht was mit Flughafen, oder? In Berlin. Okay, es ist vielleicht auch zu langweilig. Also Berlin-Tourismus boomt, auch wenn der neue Flughafen noch nicht fertig ist. Ich würde mal sagen, das Thema Flughafen Berlin ist mir zu negativ besetzt. Zu negativ. Wir malen was Positives. Ja. Rund 10 Millionen Touristen wollen auch was Positives. Die kommen in diesem Jahr und auch im nächsten nach Berlin. Vor allem junge Reisende, die zieht es nach Kreuzberg, ein Viertel, das als total authentisch gilt und eine niemals endende Party verspricht. Die Bewohner sind davon allerdings zunehmend genervt. Die Rollkoffer- und Rucksack-Generation fällt im Sommer in Berlin-Kreuzberg ein. Das kommt davon, wenn man weltweit in den Reiseführern steht. Das Flair von Hausbesetzer-Szene und Multikulti, vor knapp 30 Jahren Kreuzberger Mischung genannt, zieht an. So schmeckt Kreuzberg, lautet der Slogan dieser Dönerbude. Und das wollen Menschen von überall probieren. Poland, Korea, China, Turkey, Japan, England, Bulgarien. Ich bin aus Deutschland. Slowakei. Gleich daneben wird wieder ein Haus zum Hostel umgebaut. Wie schon so oft hier. Die Folgen: billiger Wohnraum wird immer knapper. Die Mieten steigen. Zum Kotzen finden das alteingesessene Kreuzberger und protestieren. Kreuzberg hat ein neues Feindbild: die Partytouristen. Und die sollen bitteschön nach Hause gehen. Klaus Theuerkauf, der seit Anfang der 80er eine Galerie in der Oranienstraße betreibt, ist ebenfalls genervt. Die alten Kreuzberger, die werden wegziehen, weil die Hausgänge sind vollgepisst und vollgekotzt. Man läuft durch Zerbrochenes und Erbrochenes jeden Morgen. Und dann wird das Gegröle. Ich werfe nachts schon also mit Eiern aus dem Fenster. Gefeiert wurde damals auch, aber eben auch gekämpft. Um besetzte Häuser zum Beispiel, das war anders, sagt Klaus Theuerkauf. Heute gehe es nur noch um hemmungslosen Konsum. Der Hotspot Admiralsbrücke kommt aus den Reiseführern vielleicht wieder raus. Anwohner beschweren sich seit Jahren über den Lärm. Jetzt sorgt die Polizei ab 22 Uhr für Ordnung. Vor 20 Jahren hat sich keiner beschwert, dass die ganzen Punker hier ziehen und saufen. Berlin hates you, heißt es seit neuestem auf Aufklebern. Für eine weltoffene Stadt eigentlich ein Armutszeugnis, finden viele. Trotzdem muss was passieren, meinen die anderen. Damit man im Viertel nicht nur feiern, sondern auch leben kann. Ja, das ist die Schallplatte, die er ab sofort immer in Talkshows abspielt, hat im Avignon gesagt. Also das Werk ist schon fast, ich hätte ja gern noch so ein bisschen was Florales da drin. Aber alright. Das lässt sich machen. Lässt sich machen, ja. Bürgerkrieg in Kreuzberg. Die Anwohner sind genervt von Touristen, die da die Nacht zum Tag machen und man kriegt kein Auge mehr zu und alles ist dreckig. Wie stehen Sie dazu? Touristen sind gut, bringen Geld in die Stadt, schaffen Arbeitsplätze, nerven. Also ich lebe selber in Kreuzberg. Ist das so? Verstehe gut, wovon gesprochen wird. Auch vor meinem Haus muss ich mir jeden Abend, wenn ich nach Hause komme, einen Weg durch dort sitzende Touristengruppen, die das einfach als eine
die setzen sich da nieder mit einer Flasche Wein vor meinem Haus. Aber das ist doch genau der öffentliche Raum, den sie für alle das, reklamieren. Ja, also das ist so... Nervt. Das nervt einerseits schon. Andererseits muss ich sagen, dass ich jetzt in der U-Bahn oder auf den Straßen einfach alle Sorten Sprachen höre und das Stadtbild einfach bunter gemischt ist, begrüße ich trotzdem uneingeschränkt. Ja. Sie sind Mitte der Nullerjahre nach New York, ja. Ich sag mal, geflohen. Ja. Da ist Ihnen Berlin richtig auf den Senkel gegangen. Ja. Und jetzt kommen Sie wieder. War New York jetzt nicht so toll, oder? Ohne jetzt einen großen Blumenstrauß draus zu machen, ich wurde rausgeschmissen. Ach was? Deswegen bin ich jetzt erstmal wieder hier. Mhm. Aus Amerika. Ja, mein Visum wurde nicht verlängert. Ach was? Ja. Wegen politischer Umtriebe? Wegen einiger Umtriebe. Haben Sie Brücken bemalt? Okay. Möchte es nicht ausführlicher. Ach so, aber Sie wären gerne noch geblieben. Ich werde durchaus gerne noch gelegentlich hingefahren. Also tatsächlich bin ich mit meiner Familie zurückgezogen, weil mein dortiges Viertel Williamsburg mir in ähnlicher Weise zum Schluss auf die Nerven gegangen ist. Weniger Krawalltouristen als vielmehr eine Invasion von neureichen Kids, die einfach die Preise und das Klima verdorben haben. Dazu kommt, dass einige Sachen, die man auf den ersten Blick nicht so wahrnimmt, wie Krankenversicherung, überhaupt Versicherung, Kindergärten, das ist alles extrem schwierig, teuer und wenig charmant in den USA gelöst und hier doch wesentlich ansprechender. Also Ihr Blick auf Deutschland hat sich geändert. Milder im Umgang mit Heimat. Ja, also ich würde mal sagen, ich habe doch wieder meinen Frieden mit Berlin gemacht. Einiges stört mich immer noch, aber vieles, was ich vorher gar nicht als lebenswerten Aspekt wahrgenommen habe, sehe ich jetzt doch. Und das Stadtviertel einfach dann entweder den Investoren oder den Touristen oder den Spekulanten zum Opfer fallen, betrachten Sie das inzwischen als normal? Kann man das bekämpfen? Also, soll man das bekämpfen? Also ich glaube, aus New York kommt, das ist ein Prozess, der seit 30 Jahren beobachtet wird und Leute, wenn sie merken, dass sie sich nicht mehr wohlfühlen im Viertel, packen sie die Koffer und ziehen einfach zwei Viertel weiter. Und was ja erstmal nicht per se schlecht sein muss. Nicht tragisch ist. Das ist man in Berlin so nicht gewohnt. Im Grunde wurde es 20 Jahre lang prognostiziert, dass das neue Berlin vor der Tür steht und das Geld kommt und alles anders wird. Und es ist nie passiert. Und dass es jetzt über den Umweg der Touristen kommt, ist, glaube ich, für viele Berliner überraschend. Ich bin irritiert, wenn ich Plakate in meinem Kiez sehe, die also im Prinzip ein Feindbild der Ausländer, der Touristen zeichnen. Das muss ich sagen, kann ich so nicht unterschreiben und finde ich bedenklich. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel ähnlich wie in Madrid, wo polizeilich verboten wird, auf bestimmten Plätzen nach 22 Uhr öffentlich zu trinken, dass sowas in Berlin auch mal möglich ist. Das würde einiges schon wieder entspannen. Für alle Beteiligten. Ja. Und ansonsten glaube ich, dass es in Berlin auch noch nach wie vor sehr, sehr viele Gegenden gibt, die eigentlich im Grunde noch völlig unentdeckt sind. Also es gibt noch genug Rückzugsorte für eine Szene, an die sie weiterziehen kann. Ja. Und man hat ja im Prenzlauer Berg gesehen, in dem Moment, wo die Szene weg ist, ist das Viertel auch komplett langweilig geworden. Das kann natürlich über die Jahre auch in Kreuzberg passieren. Andererseits kann ein Viertel auch nicht 20 Jahre lang immer lebendig und lebenslustig bleiben. Also das ist einfach ein Prozess, der passiert. Veränderung. Großstadt ist Veränderung. Ist Veränderung, ja. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, gerade Leute, die aus anderen Ländern kommen, sagen, Berlin sei relativ kinderfreundlich. Was wir selber natürlich nicht so empfinden. Aber wenn man ein Kind in die Welt setzt, dann darf man keine Angst vor Veränderungen haben. Familie und Beruf, das ist ein Thema, das in Deutschland immer wieder kontrovers diskutiert wird, meist aus weiblicher Perspektive. Die Zahl der Väter, die für den Nachwuchs im Beruf zurückstecken, die steigt allerdings kontinuierlich. Jens Hausburg aus Weimar ist zu 100% Papa. 10 Monate Elternzeit. Für Sohn Max ist der Fotograf beruflich auf die Bremse getreten.
Der Erfurter Kaffeebetreiber Wolfram Both ist im Stress und seine Frau Karina im 8. Monat. Sie kann ihm nicht mehr helfen. Wie das erst werden soll, wenn das Kind da ist, weiß Wolfram nicht. Zurück zu Jens. Seine Frau geht morgens zur Arbeit, er bleibt zu Hause. Da wir vorher uns auch schon in den Haushalt etc. reingeteilt haben, ist das nicht ungewöhnlich. Jens Hausburg genießt die Zeit mit seinem Sohn. 25% der Väter in Deutschland nehmen inzwischen eine Auszeit vom Beruf und setzen neue Prioritäten, zumindest eine Zeit lang. Vorher hat sich alles um Kontakte gedreht, um Termine, um Vorbereitung, Nachbereitung, ganzen Produktion. Natürlich auch eine Riesenverantwortung, Riesenkosten, die entstehen, wenn man nicht funktioniert. Meist hat es funktioniert. Jetzt terminiert man natürlich die Zeit, wann hat der Hunger, der Kleine. Guckt, wie weit kann ich gehen in die Stadt, bevor ich wieder eine Möglichkeit brauche, um die Flasche zu wärmen, wenn er Hunger hat. Habe ich immer eine Windel dabei? Solche Fragen stellt man sich jetzt. Geburtsvorbereitungskurs. Kaffeebetreiber Wolfram ist noch völlig ahnungslos. Der Countdown läuft. 4 Wochen noch, dann ist er zum ersten Mal Papa. Die Männer sind heute mehr oder weniger freiwillig dabei. Eine Generationenfrage. So quasi so die Nachkriegsgeneration. Ich glaube nicht, dass es da irgendeinen Mann gab, der mit zu einem Geburtsvorbereitungskurs gegangen ist. Kind statt Karriere. Eine Entscheidung, die Jens verändert hat. Das findet auch sein bester Freund. Ein Gespräch unter Männern im Mami-Café. Ich finde, er ist schon ein bisschen häuslicher geworden. Das merkt man. Die Prioritäten sind anders gesetzt. Also so ein kleines Betütteln und so Babysprache. Da merke ich schon an ihnen Emotionen und Trägungen eines Vaters, die ich vorher nicht kannte. Mit der Geburt eines Kindes verändert sich für Frauen alles, aber eben nicht nur für sie. Auch für die Väter steht die Welt Kopf. In jedem Fall beginnt das vielleicht spannendste Kapitel im großen Abenteuer des Lebens. Auf Lebenszeit. So, jetzt sind wir auf dem Bild. Auf meinen Wunsch extra noch mal ein paar Blumen drin. Wunderbar, signiert ist es auch schon. Ist das Motiv jetzt total neu oder haben Sie schon mal Menschen mit einer Schallplatte auf dem Kopf? Das Motiv erscheint mir jetzt neu, ist aber durchaus möglich, dass ich in früheren Jahren so ein ähnliches Ding schon mal zusammen komponiert habe. Also für die Zuschauer erklären wir es jetzt einfach. Zumindest der florale Hausfrauenkittel ist in dieser Kombination ganz neu. Wie stehen Sie zum Blumenhemd so generell? Immer. Gut, immer. Großer, prima. Ich wurde gebeten, nicht zu stark gemustertes mitzubringen. Ansonsten gut möglich, dass ich im Blumenhemd aufgekreuzt wäre. Sie haben Ihr Leben vor 2 Jahren radikal verändert. Es wurde radikal verändert durch einen kleinen Menschen, Ihre Tochter. Ja. Sie sind ja dann auch so viel im Nachtleben unterwegs gewesen. Und man hört ja so viel, wie die Künstler so leben. Hat das Ihr Leben nachhaltig verändert? Naja, nachhaltig würde ja implizieren, dass es für den Rest des Lebens so ist. Es hat es vorübergehend verändert, natürlich. Mhm. Andererseits ist bereits meine Tochter, hat gewisse Tendenzen zum Nachtaktiven. Also sie geht auch nie vor 11 schlafen. Insofern nimmt es sich da nicht so viel. Aber natürlich habe ich wesentlich mehr Nächte zu Hause verbracht, als bevor wir ein Kind hatten. Wie fühlt sich das an, so Verantwortung auf einmal für so einen Wurm? Ich habe mir das lange Zeit gewünscht, ein Kind zu haben. Ich bin alt genug, um sagen zu können, ich habe jetzt 25 Jahre auf wirklich allen Hochzeiten getanzt. Jetzt kann ich auch mal gerne ein paar Jahre zu Hause den Besinnlichen geben. Insofern sind Sie auch zu Hause? Sind Sie zu Hause, so ein Wickeltyp und Karottenbrei? Ja, klar, die Phase ist längst abgeschlossen. So aber klar, natürlich. Also Kinderwagen, ganze Programm. Selbstverständlich. Na klar. Super. Ja. Ja, viele Väter sind ja dann plötzlich auf einmal ganz lange im Büro oder auf Dienstreisen. Ja, kein Büro, ich habe auch kein Atelier, ich male zu Hause. Insofern gab es da eigentlich nie die Möglichkeit, sich aus der Affäre zu stehlen, aber ich wollte das auch gar nicht. Also wir enthüllen eine Ihrer weiteren Leidenschaften. Ja. Sie haben uns einen Gegenstand mitgebracht. Dies ist eine Tasse. Tasse. Sie sammeln Tassen, nicht manisch, aber dann doch. Hat Ihre Tochter schon einige ruiniert? Das ist einer der wenigen Momente, der mir Herzklopfen verursacht, wenn sie an den Tassenschrank geht. Ansonsten habe ich vielleicht 30, 40 wirklich schöne Exemplare. Mhm. Das ist auch so ziemlich das Einzige, was ich von Ort zu Ort mit umziehen würde. Ah, und das hier würden Sie sagen, ist auch ein schönes Exemplar. Ja.
Ganz bestimmt. Aus der Manufaktur Kahla. Also es ist jetzt nicht königlich-preußische Porzellanmanufaktur, aber gibt es wahrscheinlich auch nur einmal. Also nicht? Tendenziell geht meine Sammelneigenschaft auch in, würde man sagen, Trivialdesign, das sich eigenartige Bahnen bricht. Ja. Mhm. Also so wie dieses verspielte Dekor. Haben Sie Hüte verschiedene? Inzwischen ja, jede Menge. Verstehe. Ich sammle die aber nicht mit der gleichen Passion, wie ich Tassen sammle. Große Grundsatzfrage in Deutschland. Ganz früh mit dem Kind in die Kita, in die Betreuung oder lieber länger zu Hause? Da wir sowieso bis gerade eben in New York gelebt haben und da eine Kita unbezahlbar gewesen wäre, erst jetzt in die Kita mit 2,5. Aber grundsätzlich also muss ich sagen, ich misse keine Minute. Also wenn mir Freunde erzählen, dass sie ihr Kind mit 9 Monaten in die Kita geben, finde ich das sehr bedauerlich, weil sie wissen nicht, was sie verpassen. Ganz schnell noch typisch Deutschspiel. Zwei Antwortmöglichkeiten. Sie entscheiden sich für eine. Was lieber, malen oder Musik machen? Musik machen. Wickeln oder feiern? Feiern. Ja, natürlich. Schwarz oder weiß? Weiß. Das war's schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Jim Avignon. Wir haben gesprochen über Malerei, Musik und die Rollen der Männer. Nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Bis dahin schauen Sie vielleicht mal in unser Gästearchiv im Internet. Ihnen alles Gute. Bis dahin. Tschüss.